Hallo, mein Lieben. Es wurde ein neues Wickeltisch-Update gewünscht, da wir ja einen neuen Wickeltisch jetzt hier in unserem neuen Haus haben und er komplett neu organisiert ist. Ich bin super, super zufrieden damit und ich wollte euch heute einfach mal unsere neue Organisation zeigen mit auch der Organisationsreihe von IKEA. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz Spaß beim Zusehen. Ja, also ich würde sagen, fangen wir mal oben an oder allgemein erstmal mit dem Wickeltisch. Den Wickeltisch haben wir selber gebaut. Das fand ich sehr cool, weil es einfach, wenn du wickelst, weißt du, okay, du hast ihn selber gebaut, es war deine eigene Arbeit. Und ich finde ihn wirklich schön geworden. Und auch der Vorteil ist, so wie ich es wollte, gab es den gar nicht zu kaufen. Weil, wie ihr seht, habe ich hier hinten nämlich ein Regal eingebaut, was ich vorher in meinem Zimmer hatte. Das passt nämlich direkt in die Ecke rein, was ich super finde, weil dann sieht man nicht, ja, dass es so leer ist da hinten. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Wir haben einfach einen ganz normalen Echtholzschrank genommen. Das ist dieser hier unten. Seht ihr das? Das war einfach so ein Schrank. Das hier ist jetzt noch kaputt, weil hier fehlt ein Scharnier. Das ist uns beim Anmalen einfach irgendwie verloren gegangen. Und hier kommen auch noch weiße Knöpfe ran. Also genau die gleichen kommen hier auch noch ran. Ja, das ist einfach ein Echtholzschrank gewesen. Dann haben wir Sperrholz genommen. Und hier so, ja, so ein kleines extra Regal noch eingebaut. Zum Beispiel für die Windeln, wie ihr jetzt seht. Einfach damit er ein bisschen höher ist, damit er auf die 90 cm kommt, wie ein typischer Wickeltisch auch eben ist. Ich glaube, er ist jetzt sogar ein bisschen höher. Wegen dem hier noch ist er, glaube ich, ein bisschen höher als 90 cm. Was ich auch super finde, weil für mich ist es zum Beispiel die perfekte Arbeitshöhe. Mein alter Wickeltisch war 90 cm und der war mir echt ein bisschen zu niedrig. Und so finde ich es echt wirklich richtig, richtig toll. Wir haben den also einfach nur weiß angemalt, dann hier ein kleines Regal rangebaut und eine Platte oben drauf. Das ist eine USB-Platte. Auch weiß angemalt. Und dann gab es gestern noch hier den Rausfallschutz sozusagen. Da war es mir wichtig, dass die hier am Rand abgerundet sind. Ich finde, es gibt so ein richtig schönes Bild. Ja, und jetzt sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, bin ich sehr zufrieden damit. Ich finde, wie er hier steht, finde ich auch sehr schön. Und ja, müssen wir natürlich gucken, ob es wirklich noch alles so bleibt, wie er steht. Aber im Moment ist es so. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem hier oben. Wir haben halt jetzt eine 80x80 Platte hier oben. Die Wickelunterlage ist 70x70. Das ist so eine Standardwickelunterlage. Die wird es aber auf jeden Fall neu geben, weil der Farbton, also ist so ein Olivgrün, passt ja einfach nicht mehr hier zu unserer grauen Babylandschaft. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall eine neue geben. Aber im Moment finde ich es noch ganz schön. Und deswegen warten wir mal, bis wir genau die perfekte haben. Dann haben wir hier oben auch noch die Schlange. Die Schlange, die ich selber gebaut habe, die es damals im Babybett gab. Die habe ich jetzt gerade eben hier hingelegt, weil ich sie gerade über hatte im Babybett. Aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob sie da liegen bleibt oder so, aber im Moment liegt sie da. Und ja, dann haben wir hier das Organisationssystem von IKEA. Da gibt es ja diese ganzen Boxen bei, den Haken und da hinten ist der Mülleimer. Die gibt es ja auch noch dazu. Und das war mir sehr wichtig, dass ich das habe, weil es sieht richtig schön aus und es spart so viel Platz. Hier haben wir so Pflegeprodukte drin, die ich natürlich nicht brauche, aber so als Deko finde ich das sehr schön. Zum Beispiel haben wir hier ein Pflegeöl von Weleda. Oder hier dieses Kopf-bis-Fuß-Waschgel. Eine Milk vom Bübchen. Noch ein Waschgel. Eine Gesichtscreme. Eine Wundschutzcreme. Und noch eine Gesichtspflege, genau. Das ist halt hier so alles drin. Einfach nur so als Deko. Manchmal benutze ich ja dieses Waschgel hier zum Baden. Aber halt auch nur manchmal, weil es halt voll gut nach Baby riecht. Hier haben wir so einen coolen Handtuchhalter, sag ich mal. Ich habe mir ja zwei graue Handtücher von IKEA gekauft. Das sind diese hier. In richtig schön grau. Und die benutzen wir jetzt immer zum Baden oder wenn ich sie wickel, die Babys, dann lege ich das immer hier so hin. Und dann wickel ich sie darauf. Aber eigentlich, bis jetzt haben wir es nur zum Baden benutzt. Und das finde ich auch echt schön. Und ich finde es auch sehr schön, wenn die hier so rumhängen. Finde ich, mache nochmal ein komplett anderes Bild irgendwie. Das ist unsere Schale zum Baden neuerdings. Das ist die große von dem ganzen Set und da tue ich mal Wasser rein, dann bade ich. Die ist super praktisch, wenn man
hier badet und dann hier direkt das Wasser hat. Man kann das ja auch komplett umbauen. Hier diese Haken kann man festschrauben, die schraube ich aber nicht fest. Das heißt, ich kann das einfach jederzeit immer umhängen. Das finde ich halt auch so richtig praktisch. Und ja, hier kommt halt immer Wasser rein dann. Deswegen ist sie auch leer. Und hier haben wir noch so ein Pflegepaket. Und da ist halt unsere Haarbürste drinne. Der Pinsel zum Reinigen der Falten. Nochmal Waschgel. Und nochmal das neue Waschgel vom DM. Dann haben wir hier Taschentücher in so einer richtig cool selbstgenähten Box. Taschentücher einfach. Und nochmal so ein Kamm und so eine ganz kleine Probe von einer Creme. Die kennen wir schon auch ganz viele. So eine kleine Probe. Mehr haben wir hier auch schon gar nicht drin. Ja, das ist diese Seite. Und auf der anderen Seite haben wir nur den Mülleimer, den ich natürlich als Wäschekorb benutze. Hier sieht man auch schon, es hat sich einiges an Wäsche angesammelt von der lieben Mel. Und ja, das ist total praktisch, weil ich wickel sie hier und habe damals immer die Wäsche, die sie anhatte, an den Rand gelegt. Und das macht den Wickel schon nachher irgendwann richtig voll und vollgemüllt sozusagen. Und ich bin einfach wirklich, ich muss es zugeben, zu faul, das dann direkt zusammenzulegen und in den Kleiderschrank wieder zu hängen. Und deswegen habe ich hier jetzt einen Wäschekorb. Das wollte ich sowieso unbedingt haben. Und da ich ja keinen Müll am Wickeltisch habe, war der einfach perfekt dafür. Hier haben wir unseren Windelbereich. Hier haben wir Feuchttücher, die wir nicht so oft brauchen. Deswegen liegen sie hier auch noch komplett verpackt. Hier haben wir Windeln bis da hinten durch. Alles komplett mit Windeln. Und ich habe sogar noch mehr hier drinne. Und hier stehen einfach nur noch ein paar Schuhe. Haben wir einmal hier so Schuhe. Da sind noch drei Paar. So ein paar Schuhe als Deko. So. Dann haben wir hier die erste Schublade. Und da sind unsere Spucktücher oder Molton-Tücher drinne. So ein paar. Hier auch noch. Und hier sind so Einmalwickelunterlagen. Die finde ich manchmal auch sehr praktisch, zum Beispiel, wenn meine Nichte hier gewickelt wird. Ich habe die damals gekauft, weil das irgendwie jede Reborn-Mutter hat, aber eigentlich ist es wirklich so ein Reborn-Flop. Man braucht es eigentlich gar nicht. Und hier haben wir bis jetzt noch gar nichts drin. Mal schauen, was da noch so reinkommt. Ja, wie gesagt, kommen hier auf jeden Fall noch Knöpfe ran und diese Tür wird auch noch heile gemacht, aber da müssen wir halt erstmal ein neues Scharnier kaufen. Wie ihr seht, fehlt da halt ein Stück, um das festzumachen. Aber es geht im Moment noch so. Hier seht ihr auch die alte Farbe von dem Schrank. So, und dann geht's weiter. Hier drin haben wir die alten Körbe, die ich damals unterm Wickeltisch hatte. Hier haben wir einmal die restlichen Windeln. Hier habe ich auch noch ein paar Lilly-Doo-Windeln von Lennox. Diese Windeln. Und der Rest ist einfach nur Pampers. Pampers, Pampers, Pampers. Unsere Windeln halt einfach. So, ja, wenn die hier oben leer sind, kann ich die halt immer nachfüllen. Hier haben wir noch eine kleine Kiste, da ist so echt Krimskrams drin, also wo ich nicht weiß, wo es hin soll. Einmal unsere Milch. Irgendwelche Winterschuhe. Die Bären von meiner Schwester, die sie selbst gemacht hat. Und halt Kinderwagenkram und alle Sachen, die ich auf jeden Fall noch irgendwo einsortieren muss, aber im Moment noch keinen Platz dafür habe. Und dann haben wir hier hinten noch eine Kiste. Und da sind alle unsere Schnuller drin. Ne? Da sieht man mal, wie viele Schnuller wir haben. Natürlich sind da auch so Schnullerketten drin, wie sowas hier oder hier. Das Riesengebamsel von Jaden. Hier auch noch den Hasen von Jaden. Und halt alle unsere Schnuller von Mom und alles halt einfach. Unten sind noch ganz neu eingepackte Schnuller. Hier sind noch alles neu eingepackte Schnuller und sonst halt. Ja, einfach unsere kompletten Schnuller. Ja, auf jeden Fall haben wir hier wieder das Dreierpaket hier unten. Und in dem Kopf sozusagen, in dem Kopf der Raupe, sind unsere ganzen Kuscheltiere hier ein selbstgenähtes Kissen von mir. Und unsere ganzen Kuscheltiere, die wir so haben, und Kinderwagenzubehör. Wir haben eine Kinderwagenkette. Hier haben wir noch ein Kinderwagenspielzeug. Und unser cooles Pferdchen hier. Spieluhr und halt alles an Kuscheltier oder Spielzeugkram, was wir auf jeden Fall noch hier so rumliegen haben. Dann haben wir hier im Bauch der Raupe einmal eine Decke, Mels Bauchplatte ganz sicher eingepackt und noch eine Decke hier unten und hier ist noch so ein kleiner Smiley.
Das ist hier noch so drin. Und dann haben wir hier halt unsere Flaschensammlung. Hier ist halt schon eine Flasche vom neuen Baby und dann ist hier alles voller Flaschen. Hier sind auch welche mit Milchpulver schon drin. Die nehme ich dann einfach ganz schnell, wenn wir spazieren gehen wollen. Und halt alle unsere Flaschen. Wenn ihr eine komplette Flaschensammlung mal sehen wollt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache das gern mal für euch. Aber hier sind halt unsere ganzen Flaschen drin. Obwohl ich das halt, wie gesagt, mal da einsortieren muss, weil wir echt mehr Flaschen als Schnuller haben. Und hier ist die neue Flasche. Die steht jetzt hier, weil da dann einfach kein Platz mehr ist. Ja, und das war's das auch schon hier unten. Und das war dann auch schon unser Wickeltisch. Fertig! Ich kann euch noch zeigen, was hier oben ist. Hier oben sind ja die drei kleinen Elefanten, die hier so lang laufen. So. Und dann haben wir hier noch so einen Elefanten. Das kommt nachher alles woanders hin. Ich habe es jetzt einfach nur hier hingestellt. Und unsere Buchstaben haben wir hier auch noch stehen. Da ist noch das M für Mel. Ja, und das war unser Wickeltisch. Wie gesagt, eine neue Wickelauflage kommt auch. Und wenn sich irgendwas ändert, mache ich auf jeden Fall noch ein neues Wickeltisch-Update. Aber so haben wir es bis jetzt organisiert und ich finde es im Moment sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall die nächste Zeit so lassen. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Videos. Und lasst doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's euch fein.